Hallo alle zusammen, willkommen zu meinen Februar-Favoriten. Ich habe im Januar kein Favoritenvideo gemacht, deshalb mache ich die wenigen Produkte, die ich halt im Januar hatte, mit in dieses Video, okay? Oh mein Gott, Leute, womit soll ich anfangen? Viele Produkte, die ich euch jetzt zeige, habt ihr vielleicht schon in meinem Haul gesehen. Die sind wirklich einfach straight vom Haul in meine Favoriten gewandert. Nicht das Schlechteste, oder? Fangen wir mal mit Skincare an und da möchte ich euch ein Reinigungsprodukt zeigen. Und zwar dieses hier von Neutrogena. Das ist das Visible Clear 2-in-1 Reinigung und Maske. Das kann man also sowohl zum Gesichtswaschen als auch als Maske auftragen. Das hier ist ein stärkerer Reiniger mit Kaolin. Das heißt, es ist besonders gut geeignet für fettige Haut eigentlich oder vielleicht auch Mischhaut. Ich habe eher so Mischhaut, ich habe ziemlich trockene Wangen und ja, manchmal ein bisschen fettige T-Zone. Ich finde das echt super. Man muss sich danach natürlich eincremen, weil das schon ordentlich die Haut entfettet. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das mein Hautbild verfeinert hat und das finde ich großartig. Was ich dazu sagen muss, ist, ich benutze es nicht jeden Tag. Und wenn dann auch nur einmal am Tag, weil meine Haut einfach nicht mehr Reinigung braucht. Also nicht mehr so eine Tiefenreinigung. Und es ist auch ein bisschen minzig. Also Leute mit wirklich empfindlicher Haut sollten das vielleicht nicht benutzen. Aber wie gesagt, Leute mit fettiger Haut oder Mischhaut, denen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Dann trage ich im Winter immer gern Öle auf, im Sommer eigentlich auch. Aber jetzt ist es zumindest dieses Weleda Wildrosenöl. Das trage ich gern abends nach einem Serum auf und ich finde das so schön. Das riecht wunderschön nach Rosen und so ein bisschen zitronig. Also wer die Weleda Produkte kennt, der weiß, dass die eigentlich immer ein bisschen zitronig riechen. Und ich finde die Pflegewirkung sehr gut. Ja, und man hat auch übelst viel davon. Also ich meine, 100 Milliliter, wer braucht denn sowas auf? Ich schraube meistens einfach so den Deckel ab, halte dann so meine Hand da drauf, kipp das einmal und habe dann halt so ein bisschen Öl auf der Hand und verteile das dann so auf meinem Gesicht. Am besten, wenn es halt noch feucht ist oder wenn es gerade ein bisschen Serum noch drauf hat, dann massiere ich das so ein, ja. Und ich habe das Gefühl, dann wache ich morgens auf mit wunderschön strahlender Haut. Im Grunde genommen genau das Gleiche ist das hier, also nicht das Gleiche, aber so wie ich es verwende, ist es das Gleiche. Das ist die Intensiv-Repair-Pflegecreme mit Avocado von Alverde und die ist so mega dick und man glänzt danach übelst. Aber die Pflegewirkung ist großartig. Genau das Richtige für Leute mit trockener Haut. Entweder ich nehme abends ein Öl oder eine dicke Creme. Kommt aber auch drauf an, wie meine Haut sich gerade anfühlt. Das letzte Skincare-Produkt ist diese Bodylotion von Lavera. Die habe ich bei TK Maxx gefunden, aber die gibt es auch in der normalen Drogerie. Die riecht wunderschön nach Honig und pflegt genau richtig für mich. Also es ist nicht zu dick, nicht zu dünn, lässt sich gut verteilen, zieht gut ein und ja, hinterlässt ein wunderschönes, samtiges Gefühl. Und wenn man an der Haut so riecht, dann riecht die auch immer noch nach Honig und das finde ich echt schön. Kommen wir zum Make-up und ich habe wirklich viel Make-up diesen Monat. Ich habe verschiedene Sachen neu ausprobiert, zum Beispiel diesen Mascara hier von Catrice. Das ist der neue Glam & Doll False Lash Mascara. Der ist in so einer lilanen Verpackung, der hat ein geschwungenes Bürstchen und der verbindet genau die Sachen, die ich am liebsten mag in einem Mascara. Falls ihr mein Jahresfavoriten 2015 Video gesehen habt, wisst ihr, dass ich letztes Jahr zwei Mascara sehr gerne benutzt habe. Und zwar zum einen den Maybelline Lash Sensational Mascara, dessen Haltbarkeit ich super gerne mochte. Und zum anderen den schwarzen Glam & Doll Mascara von Catrice. Und dieser hier verbindet die besten Eigenschaften dieser beiden Mascara. Der trennt die Wimpern gut, er gibt gut Volumen und die Haltbarkeit ist super. Vor allen Dingen für einen Mascara in dieser Preisklasse. Ich habe bei dem hier wirklich das Gefühl, dass er den ganzen Tag hält und nicht rumkrümelt. Was ich echt super finde und was ein Muss ist bei meinen Mascaras. Außerdem neu ist dieser Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer, zumindest für mich. Ich benutze den für meine Augenringe und ich habe das Gefühl, den kann man wunderschön einarbeiten. Der hilft wirklich gut gegen Augenringe, also er deckt das wunderschön ab. Ja, die Farbe ist einfach übelst perfekt. Ich habe die Farbe 020 und ich bin ja echt die blasseste Person, die ich kenne. Und vor allen Dingen für den Preis, das ist super, das kann ich nur empfehlen. Top bis jetzt jeden Concealer, den ich bis jetzt benutzt habe. Wow, ein Wow-Produkt. Wow, Catrice, du hast es drauf. Dann habe ich hier noch einen Blush, den ich in letzter Zeit sehr gerne benutzt habe. Ich habe nämlich nach einem frischen Look gesucht und dieser Cream Blush von Max Factor ist einfach perfekt dafür. Das hier ist die Farbe 18 Soft Cardinal und ist ein ziemlich knalliges Pink. Aber auf den Wangen aufgetragen ist es wirklich schön, einfach nur übelst frisch. Den habe ich übrigens auch in meinem Everyday Make-up Video gezeigt, das ich Anfang Februar rausgebracht habe.
Genau wie diesen Lippenstift hier, der ist von Rival de Loup und das ist die Farbe 57. Und das ist so ein Rosenholzton, der einfach My Lips But Better aussieht. Also ich habe ihn auch in dem Haul gezeigt, den ich Mitte Februar rausgebracht habe. Ich finde auch die Haltbarkeit super. Ich kann echt nichts gegen diesen Lippenstift sagen und der Preis ist einfach umwerfend. Unter 2 Euro. Einen anderen Lippenstift, den ich super gerne getragen habe, ist den, den ich im Moment auf den Lippen habe. Und zwar ist das die Nummer 17 I Love Cake Pop von Essence. Das ist so ein wunderschöner Pinkton. Ja, ich sag euch, Pinks sind mein Ding im Moment. Also mit den pinken Wangen und dann mit dem pinken Lippenstift. Und ich habe auch gerne pinken Nagellack getragen. Der kommt gleich noch dran. Ich würde sagen, das hält ein bisschen die Stimmung auf in dieser Jahreszeit, oder? Den pinken Nagellack, den ich gern getragen habe, ist dieser hier von Rimmel London 60 Second. Den habe ich mir mal bei ASOS bestellt. Und er ist definitiv pinker, als er hier in der Flasche aussieht. Definitiv. Den habe ich in dem Haul getragen. Also guckt da vielleicht mal auf meine Finger, dann seht ihr, wie der aussieht. Ich verlinke euch auch immer meine letzten Videos in der Infobox. Guckt da also gerne auch vorbei, um einfach auszuchecken, was ich so in letzter Zeit gemacht habe. Das hier ist die Farbe 405 Rose Liberty. Ich mag die Farbe, aber die Haltbarkeit ist nicht die beste. Also vielleicht guckt ihr einfach mal bei einer anderen Firma nach einem ähnlichen Ton. Der zweite Nagellack, den ich gern getragen habe, ist der, den ich auch im Moment drauf habe. Das ist ein Ton von L'Oreal und zwar die Farbe 204 Boudoir Rose. Finde ich einen schönen neutralen Ton. Passt eigentlich zu allem. Sehr feminin, würde ich sagen. Und die Haltbarkeit von den L'Oreal Nagellacken finde ich echt gut. Dann habe ich hier noch einen kleinen Lippenpflegestift und zwar den von Be Natural. 100% Natural Lip Balm. Ich bin ja ein Fan von Natural Lip Balm, also ohne Petroleum und so weiter. Der hier ist mit viel Bienenwachs und das ist super für die Lippen. Also, falls ihr kaputte Lippen habt, probiert diesen Lippenpflegestift aus. Ich finde ihn gut. Dann wollte ich euch noch ein kleines Gadget zeigen, das mich diesen Monat echt beeindruckt hat. Und zwar meine Fahrradlampe. Ja, das ist eine Fahrradlampe und die leuchtet übelst gut. Das sind nämlich LEDs da drin und die blinkt auch und alles. Und die kann man einfach hier hinten mit so einem Gummidingens zumachen. Übelst witzig. Hallo? Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Und das kann man mit so einem USB-Kabel laden. Ist das nicht super? Guckt mal, hier ist einfach so ein Stecker und das steckt man dann in die Steckdose und dann ist das, oder halt in den Computer. Und wie gesagt, man kann es einfach so abmachen und es ist übelst mobil und man kann es an verschiedene Lenkergrößen anpassen und ich finde es einfach übelst sleek und schick. Oder was? Ist doch geil, oder nicht? Ist das nicht geil? Ich finde es geil. Also falls ihr noch keine Fahrradlampe habt, ist das hier auf jeden Fall meine Empfehlung. Das ist übrigens von der Firma Security Plus. Ich habe das hier aus dem Konrad, das ist so ein Elektrofachgeschäft in der Innenstadt. Und es war auch gar nicht teuer, 57 oder so. Und ich dachte immer so, Fahrradlampen sind übelst teuer, wenn man eine gute möchte. Und das ist eine gute. Bin echt beeindruckt. Als letztes wollte ich noch über eine TV-Show reden, die ich neu entdeckt habe. Und zwar ist das die Late Late Show mit James Corden. James Corden ist eigentlich Schauspieler, aber er hat jetzt in Amerika eine Talkshow, die übelst spät läuft. Deshalb heißt sie Late Late Show. Und auf YouTube posten die immer Clips aus dieser Show. Also eigentlich gucke ich sie auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr von Carpool Karaoke gehört habt, aber der ist der Typ, der das macht. Also falls ihr Adeles Carpool-Karaoke mit ihm gesehen habt oder auch nicht gesehen habt, dann würde ich es euch definitiv empfehlen zu sehen. Schaut euch die unbedingt an. Der Typ ist übelst lustig. Ich verlinke euch auf jeden Fall einige der besten Clips in meiner Infobox. Bei seinen Carpool-Karaoke-Sketches fährt er halt mit seinem Auto durch die Gegend und ein paar Musiker steigen ein, also zum Beispiel One Direction, Justin Bieber, Adele, Elton John hat er letztens da, Sia. Echt die ganze Riege. Ja, und mit denen singt er dann halt einfach Karaoke im Auto. Also genau das, was halt alle anderen auch machen, macht er aber mit den originalen Leuten. Und dann singt er halt deren Songs mit denen und echt, also, das ist echt eine coole Show. Echt, man sitzt da und freut sich einfach nur und hat halt Songs im Ohr und ja, geil. Echt, finde ich ein super Konzept. James Corden, das ist richtig gemacht. Okay, das war's mit meinem Favoritenvideo für diesen Monat. Schaut doch auch in meine letzten Videos rein. Die verlinke ich euch wie immer in der Infobox. Genau wie meine Links zu allen Social-Media-Seiten und natürlich auch alle Produktinformationen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, was eure Favoriten diesen Monat sind oder was ich unbedingt aus der Drogerie auschecken sollte oder welche TV-Shows ich unbedingt auschecken sollte oder welche Musiksachen ich unbedingt auschecken sollte. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!